Komm mit. Aussehen in die Natur. Auf Wiesen in deiner Nähe. Oder durch ursprüngliche Wälder. Aufe zu meine geliebten Berge und Gipfeln. Oder auf herrliche Almen. Erleb mit mir die Kostbarkeiten am Wegesrand. Lass dich verführen, die Natur mit alle Sinnen zu spüren. Unsere heimische Natur birgt einfach wahre Schätze. Schöpf Kraft und Erholung, nimm dir Zeit und genieß einfach. Als Kräuterpädagogin kann ich dir die Wildkräuterbesonderheiten vor deiner Haustür, aber auch im Gebirge zeigen. Bei meinen Naturerlebniswanderungen begeistere ich groß und klein für die Natur. Und in meinen Workshops verarbeiten wir die Kräuter auch. Tu außer einen Schritt aus deinem grauen Alltag. Ich nehme dich gern mit zu den schönsten Plätzen. Berge und Natur wirken so erfrischend für Geist und Seele wie eine leise plätschernde Rinne. Ich bin eine Märchenerzählerin. Drum, horch hin, horch ein. In alte Überlieferungen, Märchen und Sagen. Weil die erzählen vom wahren Leben. Da sehen wir einen Frauenmantel. Der wird auch aller Frauenheil genannt. Der Tee aus den Blüten und Blättern kann bei fast alle Frauenleiben eingesetzt werden. Lass die Kräfte der Natur einfach auf dich wirken und erlebe deine eigenen, in dir drinnen schlummernden Kräfte. Erweck deine Stimme mit uralten Jodler und kraftvolle Juchitzer. Trau dich einfach! Wandere ein Stück in einem wilden Bachbett und du wirst sehen, wie leicht es ist, Hindernisse zu überwinden. Sei dabei und melde dich zu einer von meinen nächsten Veranstaltungen an. Ich freue mich.